Moin Moin Geartester, wir versuchen heute das Merlin 35 von Liemke, ein Wärmebildvorsatzgerät, einzuschießen. Was es da alles zu beachten gibt und wie das funktioniert, das versuche ich euch jetzt zu zeigen. Also erstmal müssen hier Batterien rein. Das sind zwei CR123 Batterien oder Akkus. Gucken wir mal, wie die hier reingehören. So, nochmal gedrückt halten. Da geht's an. Also unterschiedliche Pole braucht das Teil. Okay. Hier ist ein Klemmadapter, Rusan-Adapter kennt man. Hier ist ein Konterring. Das Ding also aufschrauben, bis es oben ist. Dann wird es auf eure Tageslichtoptik raufgeschoben und festgeklemmt. Hier ist es unerheblich, welchen Durchmesser euer Zielfernrohr hat. Ihr müsst das messen, damit ihr genau den passenden Klemmadapter dazu bestellen könnt. So, wenn das Ding draufgeklemmt ist, müsst ihr die Schärfe am Gerät einstellen. So, diese Taste ist kalibrieren, da es ein Vorsatzgerät ist, kalibriert es nicht andauernd selber, damit das Bild nicht stehen bleibt, wenn ihr gerade schießen wollt. So, und dann schießen wir das erste Mal auf 50 Meter. Es gibt so Wärmepads für die Schuhe oder so, die kann man nehmen. Es gibt aber auch extra so Einschießpads, die zeige ich gleich nochmal. Da habe ich eins draufgeklebt. Das sieht man jetzt schön auf der Pappe leuchten. Gucken wir mal, dass wir uns hier schön einrichten. So. Nehme ich euch mal mit. Gucken wir mal zu der Pappe hin. Beim Wärmebild-Vorsatzgerät ist es immer so, dass man einen Kontrollschuss machen muss. Und in den meisten Fällen muss man das Gerät auch einschießen. Dafür gibt es ein extra Menü. Das ist der Unterschied zu einem Nachtsicht-Vorsatzgerät. Nachtsicht-Vorsatzgeräte kann man nicht einschießen, braucht man auch nicht. Entweder sie passen oder sie passen nicht. Aha, gucken wir mal hier. Das ist dieses Wärmepad, das wird draufgeklebt und das leuchtet im Absehen. Das war jetzt der erste Schuss. Man kann diese Wärmebildgeräte nicht so präzise einschießen wie ein Zielfernrohr. Also man kann nicht 1 cm auf 100 cm klicken. Das zeige ich euch gleich noch mal in der Anleitung. Ich mache jetzt noch mal zwei Schüsse mit dem Vorsatzgerät und gucke, ob die alle gleich liegen. Dann versuche ich gleich nochmal einen Schuss auf 100. So, gucken wir mal hier in die Bedienungsanleitung. Im Menü heißt das Alignment, also bringt man das übereinander, das Fadenkreuz mit der Mitte des Gerätes. Das geht über die X- und Y-Achse. Und ein Schritt mit der Kamera, also mit dem Merlin 35, bedeutet 1,66 MOA, also 4,8 cm auf 100 Meter. Genauer kann man das nicht klicken. So, wir machen nochmal einen zweiten Schuss zur Kontrolle, dass auch da liegt, wo wir hinwollen. Nochmal kalibrieren, dann hat man ein schöneres Bild. Alles klar. Gucke ich mir das nochmal an und wenn das passt, gehen wir auf 100. So, die Pappe hängt jetzt auf 100 Meter. Viel weiter sollte man mit einem Wärmebildgerät eigentlich auch gar nicht schießen. Wichtig ist, dass wenn ihr es eingeschossen habt, macht euch eine Markierung dran, dass ihr es immer gleich klemmt, wie ihr es eingeschossen habt. Und als Versuch, nachdem ihr ein paar Schüsse gemacht habt, ob der Adapter fest genug ist, hoch lösen und wenn er dann runterrutscht, dann war euer Gerät nicht fest genug und ihr müsst hier den Imbus noch ein bisschen anziehen. So,
gucken wir mal, was das Gerät auf 100 Meter sagt. Mit den Teilen kann man je nach Glas, das ist ein bisschen von der Qualität abhängig, maximal mit 8-facher Vergrößerung schießen. Alles andere wird dann sehr, sehr pixelig und lohnt sich eigentlich nicht mehr. Nochmal kalibrieren. So, jetzt liegt das Ding hier bombenfest drin. Gucken wir uns mal den Treffer an. So, der Treffer sitzt ungefähr 5 cm hoch. Das wollen wir jetzt über das Menü korrigieren. Dafür muss man zurückzoomen, damit man den ganzen Bildschirm sieht. Vorne gedrückt halten. Und dann öffnet sich das Menü und unter dem Punkt Alignment kann man das anpassen. Da gibt es die X- und die Y-Achse. Wir müssen Y, also einen runter. Und dann Save and Exit ist daneben. So, dann gehen wir aus dem Menü wieder raus. So, da ist Exit, genau. Und dann wieder hoch auf 8-fach. Noch einmal kalibrieren. Machen wir noch einen Schuss. Und dann sehen wir, wo wir sitzen. Oh, schön nass geworden, perfekt. So, machen wir noch eine Kontrolle. So, also die beiden Schüsse waren auf 50 Meter, dann sind wir auf die 100 gegangen und dann habe ich runtergeklickt. Man könnte jetzt noch mal kontrollieren, wie die Schüsse sitzen, wenn wir jetzt einen Klick nach links machen, dann würden wir aber irgendwo hier landen, schätze ich mal. 4 cm, nehmen wir mal das Mittelding, 1, 2, 3, 4. Okay, wir probieren das noch mal, wie das aussieht mit einem Klick nach links. Also müssen wir auf der X-Achse minus 1 rüber gehen. Gucken wir mal. Menü, Alignment, X minus 1. Okay, alles klar. Noch im Menü drin gewesen und man darf nie vergessen, aus dem Menü rauszugehen, sonst funktioniert das nicht. So, jetzt noch mal kalibrieren. So, wie ich vermutet habe, sitzt der Schuss links an der Kante des Pads. Genauer kann man mit der Klickverstellung des Gerätes das jetzt nicht klicken. Wenn man das genauer haben will, dann müsste man über das Siefernrohr klicken, aber dann verstellt man eben den Haltepunkt am Tag. Oder man legt sich ein Siefernrohr zu, das man nur mit dem Gerät nutzt. Man muss jetzt gucken, dass man das auf der Entfernung, auf 100, wenn man auf 100 Meter schießt, berücksichtigt, dass man einfach mittig aufs Blatt geht, keine Kunstschüsse. Dann funktioniert das wunderbar.